Oh, war schnell runterfällt. Jetzt nicht mehr. Anja, bist du okay? Mir geht's gut, keine Sorge. Paul, wir sind im Stopp über dir. Wir kommen rauf, Markus. Hier, Muni. In die Treppe, dort drüben. Dann müssen wir auch die Treppe nehmen. Warten wir. Hier ist was los, Alter. Ja. Oh, hier oben, hier hoch. Du, du sagst raus, dich. Auf Typ. Wo ist die Treppe? Geht hier eine Runde, wenn ihr hoch, ne? Oder? Da hinten? Oh. Oh. Irgendwas schießt noch auf mich. Ja, oben aus irgendwas Stock. Ach oben, wir müssen ja eh hoch. Kuckuck. Denn wir sind noch ein paar Stockwerke unter dir. Ich kann die Locals direkt vor meiner Tür hören. Sie warten auf euch. Runter da noch. Dann werde ich sie nicht enttäuschen. Alter. Markus Phoenix, du bist ein wahrhaft loyaler Sohn. Aber ich erlaube dir nicht, deinen Vater zu befreien. Oh ja. Ich hab Angst. Ich brauch Muni. Alter, du musst hier rennen, Alter. Wenn du ins Licht kommst, dann... Alter. Oh. Problem. Du musst aus dem Licht raus, Alter. Was? Du kannst lange ballern. Solange das nicht rot markiert wird. Ah ja. Das kann man ja auch schon. Das ist krass. Die Beine sind verrückt, weil ich mir das mal in Energie denke. Okay, los! Lauf zur Treppe! Okay, zur Treppe! Alter! Ich war irgendwo Muni! Recht hat oder recht, ne? Na dann geh ich mal hier ein Kabel abwerfen. Och, scheiße! Nummer 1. Ach, du Sau! Und da ist auch eins. Das war 2. Komm, steh auf. Sie erwischt! Wo ist die Königin? Ich kann...
kann nicht sehen. Scheiße, zum Aufzug, jetzt! Alter. Ich komme mir langsam vor wie bei Resident Evil. Ja, ja. Kein, weiß ich, Schuss oder so. Marcus, geht es dir gut? Was ist passiert? Wir haben Myra getroffen. Problem gelöst, wir sind unterwegs. Gelöst? Du meinst tot? Das war der Plan, Dad. Ja. Oh, verstehe. Behalt dein Mitleid. Sind die Maden noch vor deinem Labor? Ja, sie werden auch die Aufzüge verteidigen. Sucht einen anderen Weg. Es muss noch eine Wartungsluke geben. Wir suchen schon. Jack, langsamer! Wieso war da jetzt so enttäuscht, dass die Königin drin? Da, Jack, stopp den Aufzug! Keine Ahnung. Guten Tag. Okay, ich muss wissen, was Myra da abgelassen hat. Sie kannte deinen Vater vor E-Day. Wie? Ich meine, sie sieht menschlich aus. Ist sie dem Locust Club nur zum Spaß beigetreten, oder wie? Die Schlampe hat nur Mist erzählt, Baird. Vielleicht nicht. Metrolenser, aber keine Muni. Okay. Ist doch Muni. Wo denn? Prima. Für einen normalen Lenser. Ja, meine ich doch. Munition alle. Alter. Dunkel hier. Ja. Perfekt. Das ist gerade übelst geil irgendwie, ey. Gameboy leuchtet uns den Weg. Die Maden warten vor Aufzug A. Na, mit. Da. Harmonie. Lane, ach. Der Kingerschau lag daneben direkt. Zwei, drei, los! Gerade der wieder da ist, ihr Wichser! Ja, aber schnell tot. Du bist tot! Alter, die Musik, die passt gerade übelst geil dazu. Was? Ach doch, jetzt. Vater, wir sind jetzt in deinem Stockwerk. Das hört sich so nach. Hier liegen Granaten. Hier. Quackgranaten. Ja. Okay, du hast eine schöne Waffe gehabt. Vater, sie haben ein Geschütz vor deinem Labor. Geh in Deckung. Der lebt noch. Was für eine Meise! Alter! Mega, Alter, ich find's gerade so cool, Alter! Ich kann übelst abfeiern. Der geht ja nicht um! Ich drück und drück und drück und drück und drück. Egal, ob ich schnell drück, langsam drück, scheißegal. So. Ich glaube, wir sind bei deinem Labor, Vater. Okay, wir folgen den Kabeln am Boden. Am Ende werden noch ein paar Maden warten. Kabel. Kabels. Was? Jorade? Munition. Nebel, warte, was
zu erreichen. Ein Schloss offen, Vater. Nur noch eins. Ey, du Sackgesicht. Let's play. Er ist überhitzt. Ah ja, Munition, cool. Ach nee, wir müssen andere Seite jetzt. Ah. Guck, guck. Und der zweite Hebel. Munition alle. So. Das war zwei. Wir kommen zurück. Was ist gemacht? Den noch den Kopf abgewichst. Abgewichst, genau. Abgewischt. Ah, jetzt ist hier offen. Ah. Das ist für den Laserschrank. Ja, ey, renn doch mal den Nummer vor, Alter. Ist ja übelst. Du bist doch immer ein übelster Renner. Du denn rennen? Auch ganz normal. Weil du schon wieder weg bist, dann würde ich hier gerade noch einen Raum durchsuchen. Marcus, Anya. Servus. Es tut gut, dich wiederzusehen. Ich habe nicht mehr dran geglaubt. Es tut mir leid wegen Dom. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, Vater. Ja. Ich fragte mich, was ich wohl zu dir sagen würde, wenn ich dich wiedersehe. Aber wir hatten nie Zeit. Meine Absicherung. Ich arbeite nie ohne Einsatzcodes. Die gleiche Absicherung wie beim Hammer der Morgenröte. Ich bin ein Meister der Massenvernichtung, nicht wahr? Angeber. Ich habe jahrelang über alles nachgedacht, Marcus. Du und Anya, ihr alle, kostet euer Leben voll aus, wenn das vorbei ist. Versprich mir das. Ihr alle. Bedauert nichts. Schaut nicht zurück. Ja, sicher, Vater. Wir sollten jetzt gehen. Wenn die Emulsion keine kritische Stufe erreicht hätte, hätte ich einen Weg gefunden, auch die Locusts zu retten. Sie hätten in den Untergrund zurückgekonnt. Sag mir, dass es dir wegen denen nicht leid tut. Verantwortung. Kein Bedauern. Es ist mein Fehler, dass sie da sind, Marcus. Ich konnte die Emulsion vor all den Jahren nicht aufhalten. Das hat die Locust aus ihrem Labyrinth getrieben. Ich bat Myra, ihre Leute unter der Erde zu halten, aber das ging nicht. Also... Halt, halt, habe ich das richtig verstanden? Die Regierung wusste vom E-Day und keiner von euch hat uns gewarnt? Nein, nur ich. Selbst Prescott wusste es nicht. Erst viel später. Ich hatte so viele Ideen. Bloß zu wenig Zeit. Vater, lass es. Los! Was wissen wir noch alles nicht? Du bist Wissenschaftler. Denk später nochmal drüber nach und versuch zu verstehen, was ich tun wollte und tun musste. No. Nicht reden, gehen! Oh, ich habe gerade noch was gesehen. Und zwar... Ja. Okay. Das wird eigentlich überhaupt nichts bringen, aber... Hm. Aus dem Geschütz, das muss ich hier yeah. Gut. Na, ich weiß doch, du bist doch gerne. Wow. Was ist wieder ein Baum? Mein Gott, die Leuchtenden, sie haben sich wirklich unglaublich entwickelt. Der geht nicht platt. Halt einfach den Kopf und... Jetzt. Geh mal hier vor, ne? Shit.
Fett. Nee, das war's, oder? Nee, einer ist noch. Na gut, Brecher 2. Brecher 3? Man weiß es nicht mehr, Munkel. Alter, ich soll euch einfach rein. Und die zerplatzen alle schön. Nur baller nur. Der ist gerade gelaufen wie besoffen. Ich glaube, das war's. Ja, kommt keiner mehr. Das hört man mal an dem Geräusch, wenn es das war. Warte mal, rennt man nicht so schnell vorher liegen, kann so viele Waffen. Vielleicht ist ja, da alles mein Bogen, alles, ich das alles Hammerburst. Kein Bogen dabei. Nee. Waren ja alles nur diese komischen Typen hier. Guck ja auch schon. Ja, Pistole, Hammerburst. Nee. Ding! Gib mir mal Fahrstuhl, Mucke. Give us one try. Okay, vertrauen. Ja, verstanden. Laden. Keine Sorge, wir halten sie auf! Ich hoffe, das wird jetzt ziemlich am Ende. Meister? Logisch. Ist schon Akt 5, Kapitel 6. Wie gut? Akt 5? Ich glaube 6. Vielleicht auch 7, wie denn? Ja, denke ich mal nicht. Ja, gut. Hier, das haben wir immer nie. Ja. Oh. Die Kavallerie ist da! Ja, ja, ist schon klar. Mit der Deckung, das kennen wir schon, ne? Scheißdreck macht er. Ja, wenn er auch treffen würde, wäre der noch besser. Schlange tot. Irgendwo Muni. Jo. Kopfkarten eingesammelt. Jo, ich bin voll. Ich kann nicht einsammeln, weil ich voll. Ich bin voll. Also. So wieder Muni. Ja. Ich hab nichts gemacht. Gebt mir Deckung! Ich kann die Vorrichtung erreichen! Wie kriegen wir die Matsch? Ich muss den Ausstoß stufenweise erhöhen. Das dauert. Überleg gerade. Ah, genau auf die Fresse. Genau auf die Fresse. Nicht? Vorhin schon gesagt. Oh, Alter! Habe ich einen?
Nein, ich hab keinen. Der Feind kriegt Verstärkung. Jawohl, nun benutzt den Hammer. Ja. Mach. Blatt. Jetzt nochmal. Noch nicht. Sie ist abgestürzt. Ich will sehen. Oh! Da ist sie wieder! Bin ich wieder hochgekommen! Oh, sie kommt jetzt stufenweise hoch, glaube ich. Da drüben! Hä? Lass ihn einfach an! Du kannst ja dauerhaft anlassen, der springt ja immer wieder an. Boah, genau bei mir! Wie ist er denn? Sehr wichtig. War richtig. Ach, hier drüben. Alter, das sieht so geil aus, Alter. Oh, bei mir. Wow! Noch jetzt kommt er wieder. Los, mach die Matsch. Haben wir's alle. Mach die Tüten Matsch. Okay. So, hier keine Typen mehr. Und die Tür sie wieder. Nein. Wohin schießen? Das Leuchtende. Hast du noch einen Hammer? Ja. So, ziehst vom Turm runter. Jetzt werden wir dir zeigen, wo der Hammer hängt. Ja, wo der Hammer hängt. Sprich wörtlich. Du hast den Hammer wieder. Hast du keinen mehr? Hast du keinen mehr. Hast du nicht das mehr? Alle. Den geht eigentlich nicht an. Da ist er. Da ist Aufladestation. Ne, hier gibt's aber Aufladestation. Also, den könntest du dir genauso die Scheiße schnappen. Ne? Du hast ihn doch vorher da. Noch mehr. Nö. Vorne an dem blauen Ding. Oder? Boah! Ne, sind die Ladestation. Ja, geht nicht. Was macht das? Hammer. Oh nein! Da ist der Hammer. Mann, komm schon. Mach mit. Und ist genau bei mir. Du Sau! Meine Mutter redet alle und kann das nicht so aufladen. Geht mir genauso. Wie geht das? Aufladen? Geht nicht? Nein. So, du Sau! Ich hab ihm den Rest gegeben. Die Kappe!
Bald ist die volle Leistung erreicht. Professor, wie genau wurde dies zuvor getestet? An mir selbst, Damon. Ich musste herausfinden, wie sich die Emulsion entwickelt. Also habe ich sie mir selbst injiziert, um die Dinge zu beschleunigen. Oh Vater, wir sahen, was die Menschen in Mercy antaten. Bitte viel. Gestartet! Los, Vater, der Turm ist jetzt zu instabil. Es tut mir leid, Marcus. Ich schaffe es nicht mehr. Es ist okay, ich trage dich. Marcus, die Emulsion hat sich in mir schneller entwickelt, weil ich es so wollte. Ich musste herausfinden, wie sie sich reproduziert. Wovon redest du? Oh, Scheiße! Nein! Du wirst nicht sterben. Es ist zu spät, Marcus. Jede Zelle meines Körpers kollabiert. Und das passiert mit jeder kontaminierten Zelle auf Sarah. So muss es sein. Nein, verdammt! Ich verliere dich nicht nochmal! Ich bin froh, dich noch einmal gesehen zu haben, Marcus. Geh jetzt und lebe für mich. Gott, nein! Vater! Vater, nein! Er ist tot. Er ist tot! Er ist tot. Oh. Dafür willst du sterben. Hybris. Feuer einstellen. Ah, so ehrfürchtig und moralisch. Selbst jetzt. Ist es das, was du denkst? Dein Vater dachte immer, dass er auf alles eine Antwort hätte. Aber er hatte keine. Nur gerissene Wege, um zu töten. Der Hammer der Morgenröte. Ja, Sinto. Und jetzt dies. Seine Arroganz hat ihn schließlich umgebracht. Hörst du das? Gruß von Dom. Und allen anderen, die du getötet hast, Miststück.
Marcus. Was es auch kostet. Ich bin hier. Was ist noch da, Anya? Was haben wir jetzt noch? Morgen, Marcus. Endlich haben wir einen Morgen. Alter. Geil, geiles Ende, muss ich sagen. Ja, definitiv. Avatar ist echt. Aua. Yeah. Okay, liebe Freunde. Somit hätten wir dieses Projekt auch abgeschlossen. Aber was mir gerade aufgefallen ist, dass die Konstellation zwischen der Tussi und Markus ein extremer Unterschied war, ne? Ist dir das aufgefallen? Diese kleine Hand von der Tussi und dann diese Riesenhand von Markus. Es war irgendwie diese Konstellation, die hat irgendwie überhaupt nicht hingehauen. Aber überhaupt nicht. Aber ich fand's. Aber das Ende war schon krass, Alter. Ne? Cool. Echt cool. Wo ich aber sagen musste, Alter. Am Ende hat er ein Messer. Wieso hat man das die ganze Zeit nicht gehabt? Na, ich frage mich so die ganze Zeit, wie das jetzt im neuen Teil weitergeht. Was kommt da jetzt? Wie es ausschaut, noch ein neuer Teil. Der vierte, ja. Der aller Wahrscheinlichkeit nach nur für die Xbox One kommen soll. Aber. Ganz kurz, ja. Mal. Boah, warte mal, eigentlich mal ich spiel's auch. Leider. Ja, du spielst halt ein bisschen leiser. Ja, bei mir auch. Das war mir zu laut. Gerade. Alter, so. Also. Darf denke ich reichen. Ja, ein bisschen. Ja, ich bin auf 6 Punkte runter. Ja, liebe Freunde, da haben wir dieses Projekt abgeschlossen. Jetzt fehlt nur noch Judgment. Ja, Judgment ist ja nur so ein Zwischenteil. Der hat ja hier mit der reinen Hauptstory nichts zu tun. Das ist nur so ein. Das ist halt die Erzählung. Ding halt. Wie Bird da. Keine Ahnung, ich hab Judgment noch nicht gespielt. Also ich hab gehört, es soll gar nicht so schlecht sein. Weil viele sagen, es war schlecht. Also weil du sagst, es war schlecht. Oder Blut es sagt. Ich hab's lange noch gelesen. Da steht's und so und da steht's wieder so. Bei vielen hat auch gestanden, dass der dritte Teil der beste sein soll. Ich fand immer noch den zweiten besser. Muss ich ganz ehrlich sagen. Fand ich auch. Wenn ich der das jetzt so vergleiche. Hier. Der war grafisch natürlich besser und aber ich fand die Story vom zweiten Teil viel besser. Ja. Ja, nicht nur die Story, weil hier ist einfach nur lauf hin und baller alles nieder, was nicht niedernagelfest ist. Ja, das finden vielleicht ja gerade so viele. Finden vielleicht gerade so viele so gut an dem Teil, dass es so viel Geballer ist halt. Ich gerade nicht, weil nur Geballer, schön und gut, aber ich will auch ein bisschen Story haben. Ich meine, Story war hier auch vorhanden, aber. Ah. Aber im zweiten irgendwie besser. Besser erzählt auch. Ich meine, hier war mehr Emotionen da, muss ich sagen, im dritten. Fand aber irgendwie habe ich die Story nicht so wirklich gerafft. Hier vom dritten irgendwie, wieso nicht. Jo, naja. Okay, dann würde ich sagen, wir werden jetzt hier dieses Projekt abschließen. Wir werden jetzt, wie gesagt, in den nächsten paar Tagen noch Judgment anfangen. Ich weiß nicht, wann es genau losstartet, ob es jetzt morgen gleich losgeht nach dieser Folge hier oder ob es ein paar Tagen los, ich weiß es noch nicht, wir wissen es noch nicht. Richtig, ja. Müssen wir mal sehen, wie es zeitlich passt und eben. Ja. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Uns hat schon Spaß gemacht, aber ein bisschen hat es schon manchmal geschlaucht, muss ich sagen. Gerade bei der letzten Session hat es ein bisschen geschlaucht, muss ich sagen. Ja, außer das Ende. Das Ende war cool. Das war jetzt wieder cool, ja. Okay. Gut, dann bis zum nächsten Projekt.
und tschüss. Und tschüss.